Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem Video. Ich habe da mal so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Wir haben ja jetzt in einigen Bereichen Ausgangssperren. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn es heißt, die gilt ab Samstag, heißt das jetzt, die gilt von Samstag 0 bis 5 Uhr und dann ab 21 Uhr wieder? Oder gilt sie erst ab Samstag 21 Uhr? Verwirrung pur, oder? Dann der nächste Punkt. Verstoße ich jetzt eigentlich gegen die Ausgangssperre, wenn ich mich aus dem Fenster lehne? Verstoße ich, wenn ich auf meinen Balkon gehe? Vor allen Dingen, welchen Sinn und Zweck soll das haben? Also, wenn ich draußen unterwegs bin, sehe ich abends eigentlich keine Leute großartig mehr unterwegs. Aber das hatten wir ja schon in einem Video, was ich an Herrn Lauterbach gerichtet hatte einmal. Also bei uns ist es jetzt so, es gibt die. Es ist jetzt verkündet worden, dass in den nächsten Tagen eine Ausgangssperre kommt bei uns. Ich habe einen Presseausweis und werde mich natürlich selbstverständlich darüber in Kenntnis setzen wollen, wie viele Menschen sich an die Ausgangssperre halten. Und ich werde natürlich auch versuchen, Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei zu interviewen. Weil ich muss ja meinen Journalismus tätigen. Ich muss ja, ich will eine Reportage machen. Ich will das Zeitgeschehen dokumentieren. Ich will die Leute fragen, die unterwegs sind, was sie denn machen. Eine weitere Frage. Viele Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet. Schließen diese jetzt um 20 Uhr oder 20:30 Uhr, damit auch alle Mitarbeiter ja um 21 Uhr zu Hause sein können? Wie ist das eigentlich mit der Durchfahrt? Wenn ich jetzt als Beispiel, reines Beispiel, ich habe einen Motorroller, der nicht auf die Autobahn darf. Oder ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil ich ja umweltbewusst bin und CO2 sparen möchte. Ich fahre mit dem Fahrrad. Jetzt haben wir mal folgendes Beispiel. Ich arbeite in Köln, lebe in Düsseldorf. Jetzt muss ich dann auf dieser Strecke durch die Städte Leverkusen und durch die Stadt, durch Langenfeld durch, je nachdem, wie ich fahre. So. Beziehungsweise es gibt auch noch Varianten über Monheim und so weiter. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Langenfeld und Leverkusen. Wenn ich jetzt in Leverkusen eine Ausgangssperre habe, oder in Langenfeld eine Ausgangssperre haben. Ich bin aber auf dem Weg von meiner Arbeit um 22 Uhr Feierabend gemacht in Köln und fahre nach Düsseldorf. Verstoße ich dann gegen die Ausgangssperre? Darf ich dann nicht mehr nach Hause fahren? Wie ist das, wenn ich um 22 Uhr in der Nachbarstadt anfange zu arbeiten? Oder durch eine Stadt durch muss, um zu arbeiten? Verstoße ich dann auch gegen die Ausgangssperre? Fragen über Fragen, keine wirklichen Antworten zu finden darüber. Ich weiß nur eins, meine Lieben, wenn ihr einen Verstoß bekommen solltet, wegen Verstoß gegen eine Ausgangssperre, Widerspruch einlegen. In jedem Fall. Es gibt zum einen keine klare Regelung. Zum anderen ist es so, dass Sie eigentlich in der Nachweispflicht sind, dass ich gegen diese Auflage verstoße, dass ich keinen triftigen Grund habe, unterwegs zu sein. Sollen Sie das mal machen? An alle, die in der Altenpflege sind, sprecht euch mit euren Kollegen ab. Schlagwort Rufbereitschaft. Nur so als kleiner Tipp an dieser Stelle. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Von Carsten Jahn haben wir es ja schon gehört, dass also die Durchfahrt durch Remscheid verboten ist. Ja, wie gesagt, wenn ich da durch muss, um nach Hause zu kommen, soll ich jetzt auf der Arbeit schlafen oder soll ich jetzt dann vor der Stadtgrenze warten, bis 5 Uhr vorbei ist oder wie? Also langsam, es reicht. Wir machen das nicht mit. In dem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten. Euer Mike.